zurück bei Brinkmann und Zimmermann. Und bei uns ist heute Florian Graf. Er ist der Fraktionschef der CDU im Abgeordnetenhaus. Und ich habe vor der Werbepause ein paar Fragen gestellt. Warum entwickelt sich die CDU nicht im Abgeordnetenhaus zum Bollwerk der Opposition und jagt den Senat vor sich her? Aber das tun wir ja. Gerade in der Verkehrspolitik haben wir jetzt... Merkt es nur nicht richtig, Herr Graf. Ja, das wäre meine letzte Frage vorher. Offenbar merkt man es nicht so. Ja, also jetzt erklären Sie es mal. Das mag ja auch so sein, wenn man kurz erst in der Opposition ist, dass man da noch Schwierigkeiten hat, immer gesagt wird, wie Sie auch, Sie haben doch gerade selber regiert, was würden Sie denn machen? Deswegen rate ich uns ja auch dazu, sehr deutlich die Konzepte zu unterlegen. Gerade in der Verkehrspolitik, wo ja wirklich deutlich wird, dass Rot-Rot-Grün sich auf die Innenstadt, auf den Radverkehr konzentriert, aber alle anderen, die außerhalb des S-Bahn-Rings wohnen, alleine lässt. Wie sieht denn Ihr Konzept aus in Sachen Verkehr? Aber sagen Sie es mal in wenigen Sätzen. Das haben wir ja gerade vorgelegt, über 45 Seiten. Also ich sage, deutliche Stärkung des ÖPNV, Entlastung der Straßen von den Pendlern, damit die Leute, die auch aus den Außenbezirken zur Arbeit müssen, das heißt, die sollen mit dem Bahn und Bus zum Beispiel kommen. Verstärktes Angebot an Park and Ride, genau. Und dazu kommt eben auch noch das Thema Radverkehr, halte ich für ein wichtiges Thema, aber nicht das ausschließliche, sondern es muss vor allem in die Nebenstraßen verlagert werden und da müssen wir für mehr Sicherheit für die Radfahrer sorgen. Und dann kommt dazu die Stärkung des Wirtschaftsverkehrs, also wir müssen eben auch die ganzen Straßen, ob das A100, Tangentialverbindung Ost, auch mal sowas wie Nadelöhr, Autobahndreieck, am Funkturm realisieren, denn auch die Autobahnen entlasten ja den Verkehr. Also vor allem halte ich es für wichtig, die Straßen von dem Pendlerverkehr zu entlasten, den ÖPNV zu stärken und der muss sicherer, sauberer und pünktlicher werden. Da muss man dann auch mehr Verkehr bestellen. Was tun Sie jetzt dafür? Wir haben dazu ein Konzept. Wir werden das alles mit dem Haushalt beantragen. Wir werden deutlich machen, dass die Politik von Rot-Rot-Grün verfehlt ist. Deswegen schichten wir diesen Haushalt komplett um. Wir werden Park and Ride beantragen. Wir werden die Straßensanierung vorantreiben. Wir werden bei dem Thema ÖPNV für Streckenerweiterungen uns auch einsetzen, weil in einer wachsenden Stadt, da wohnen die Leute stärker am Stadtrand und über der Stadt hinaus. Also man muss da selbst mit Brandenburg zusammen kooperieren, gerade beim Thema Park and Ride. Und das. Aber sind die Probleme in Berlin nicht inzwischen so groß, dass es sowieso an der Zeit wäre, über Gemeinsamkeiten nachzudenken und nicht so sehr in Schächtelchen zu denken, ich bin Regierung, Opposition. Ich meine, das gilt natürlich auch an die Adresse der Regierung. Eigentlich müsste man die großen Projekte hier in einer gemeinsamen, ich sag jetzt mal fast Bürgerinitiative in die Hand nehmen, sonst wird das ja nichts. Das ist unser Auftrag, gemeinsam die Stadt voranzubringen, die Stärken zu stärken und da, wo wir rote Laterne haben, wie in der Bildung, sie zu beseitigen. Das setzt aber vor allem auch voraus, dass die Regierung eine Bereitschaft hat, gemeinsam das anzupacken. Aber mein Eindruck ist, die kriegen es ja selbst nicht mal hin, eine gemeinsame Vision oder überhaupt mal eine gemeinsame verbindende Idee für die Stadt. Daran, wo es doch krankt ist, dass Rot-Rot-Grün nicht in der Lage ist, dieses Wachstum der Stadt, wo auch die Verwaltung überfordert ist, dieses Wachstum der Stadt auch aktiv zu gestalten, sondern man verliert sich in Klein-Klein und in Klientelinteressen, die die Diskussion bestimmen. Nun kann ich ja immer fordern, wir brauchen mehr Leute. Also die Verwaltung hat zu wenig Leute. Und besser bezahlt vor allem, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Besser bezahlen können Sie ja ändern, aber mehr Leute einfach irgendwo herkriegen, kriegen Sie auch nicht. Ja, wie wollen Sie denn das Problem lösen? Das klingt immer gut und dann frage ich mich immer, wo kommen die Leute her? Das müssen Sie doch eine Antwort haben. Ja, natürlich. Mein Befund ist ja auch, sagte ich ja, die Beamten in Berlin werden zu schlecht bezahlt. Wir sind Schlusslicht. Wir konkurrieren hier mit Beamten aus dem Bund, aus dem Land Brandenburg. So, und die Bezirke, die sind ja noch mal viel schlechter gestellt als die Hauptverwaltung, weil die Beförderungsmöglichkeiten geringer sind. Also haben wir gesagt, einer unserer Schwerpunkte wird auch sein, wirklich die Bundesbesoldung als das Niveau für Berlin ins Auge zu fassen und das auch mit messbaren Schritten jetzt bis zum Ende der Wahlperiode hinzubekommen. Sind wir dafür. Ja, ist aber wird der Finanzsenator nicht machen. Ich habe es ja erlebt. Wird der Finanzsenator nicht machen. Ja. Das heißt, damit ist das Thema schon wieder zu Ende. Naja, ich kann ja mein Handeln als Opposition nicht an der Zustimmung des Finanzsenators deutlich machen. Wir werden dazu eine Kampagne machen. Naja, dann könnte ich ja morgen sagen, ich kümmere mich um andere Dinge, denn
Es ist ja nun mal so, die Vorschläge der Opposition werden in den allerseltensten Fällen übernommen. Naja, wenn sie laut genug vorgetragen werden, und sie haben ja in manchen vernünftigen Vorschlägen, haben sie ja durchaus die Bürger hinter sich. Genau. Das ist ja auch eine Macht. Ich möchte aber noch auf ein ganz anderes Thema kommen, gerne, wo Berlin meiner Ansicht nach auch total versagt hat. Das ist Air Berlin. Ich meine, Air Berlin flog durch alle Welt und hat die Werbung für Berlin auf dem Flügel gehabt oder auf dem Rumpf. Air Berlin. Da hat man sang- und klanglos hingenommen, auch von der Opposition habe ich da wenig gehört, dass die ganze Stadt und die Politik aufsteht und sagt, so ein Werbebotschafter und ein so großes Unternehmen, was für die Stadt steht, muss gerettet werden als Air Berlin. Nichts ist. Jetzt wird Air Berlin verschwinden und es ist ein Werbebotschafter weniger in der ganzen Welt, mal ganz abgesehen davon, dass es auch ein Wirtschaftsunternehmen gewesen ist. Was hat eigentlich die CDU gemacht, um Air Berlin vielleicht in Berlin zu halten? Also erstmal haben wir, die Krise von Air Berlin hat ja schon ein bisschen früher begonnen. Ja. Da waren wir diejenigen in der Regierung, die auch gerade bei dieser Codesharing-Problematik, die ja Air Berlin immer Schwierigkeiten bereitet hat, unterstützt haben, auch mit unseren Kontakten im Bund, dass das immer genehmigt wurde. Aber wir haben sehr lautstark im Sommer gefordert und auch Müller kritisiert, dass er völlig abgetaucht ist in der Diskussion. Da hat man ja gar nichts denn gehört. Denn Air Berlin ist ein Berliner, ein Unternehmen mit vielen, vielen Arbeitsplätzen in der Stadt, ein sehr emotionales, ich würde mal Berlin-Botschafter ja, sagen, genau, ein emotionales Thema für die Stadt. Und er hat sich nicht geäußert, wo andere Ministerpräsidenten um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Das ist ja auch eine Frage des Wirtschaftsstandortes, ein solches Unternehmen ja, zu retten. Deswegen hatte ich ja aber das wäre doch die zusammen, Chance der Opposition ja, haben gewesen, wir ja gemacht. Das fiel ja nun in die parlamentarische Sommerpause. Deshalb hatte ich ja sogar mit meinem Kollegen Chaya von der FDP zusammen eine Sondersitzung mit Regierungserklärung des regierenden Bürgermeisters gefordert. Nur wir konnten sie nicht durchsetzen, weil der Präsident das abgelehnt hat. Selbst Sitzungen der Fachausschüsse, was man sich mal vorstellen muss, ein Unternehmen mit mehreren tausend Arbeitsplätzen meldet die Insolvenz an. Die Opposition beantragt eine Sondersitzung des Verkehrsausschusses und der Parlamentspräsident lehnt das ab, weil Parlamentsferien sind. Aber warum dringen Sie mit diesen skandalösen Vorgängen nicht weiter in die Öffentlichkeit? Das ist ja alles, was Sie jetzt erzählen, hört man und ja, glaubt es Ihnen auch. Aber es wäre doch an der Zeit gewesen, dass man das rausposaunt, dass man die Leute hinter sich bringt, dass man eine Bürgerinitiative macht zum Erhalt von Air Berlin. Nichts davon, jedenfalls nicht von der CDU, habe ich da viel draußen gehört. Tja, gut, ich will mich mit Ihnen, Sie sind ja Medienprofis, nicht über die Wirkungsweise von Medien und Politik unterhalten, aber offenbar ist es bei nur wenigen Berichterstattern so gesehen worden. Denn, naja, denn auch, die so auch leider, übrigens Ihre frühere Zeitung beim Tagesspiegel, da hatte ich den Eindruck, da wurde das Thema sehr intensiv gesehen, auch mit der Marke, aber bei vielen Berichterstattern habe ich vermisst, dass man diese Emotionalität, die mit Air Berlin verbunden ist, auch nicht so transportiert hat. Stattdessen hat man monatelang über das Kofferchaos bei Air Berlin geschrieben, was bestimmt auch nicht zu größeren Sympathiebekundungen bei den Bürgern geführt hat. Mhm. Also ich jedenfalls werfe dem regierenden Bürgermeister vor, dass er abgetaucht ist. Offenbar war er im Vorfeld ja auch eher von der Lufthansa instruiert, hat die Füße stillgehalten, statt für die vielen Arbeitsplätze und die Arbeitnehmer in der Stadt zu kämpfen. Und nachdem wir ihn kritisiert hatten, hat er dann so zwei Termine gemacht, einmal mit den Arbeitnehmern und einmal mit Herrn Laschet, um wenigstens etwas zu machen, aber es war viel zu wenig. Aber hätte das nicht auch der CDU-Fraktionsvorsitzende machen können oder die CDU-Vorsitzende in diesem Land, dass sie ganz vehement für den Erhalt eintritt? Das haben wir getan. Ah, gut. Aber ist nicht die Frage, was mich daran stört jetzt, an der ganzen Diskussion. Ein Unternehmen geht bankrott, weil es schlecht geführt wurde, weil es auch betriebswirtschaftlich schlecht geführt wurde. Es ist doch nicht die Aufgabe der Politik, denn solche Unternehmen nur deswegen zu retten, weil sie einen hohen emotionalen Wert haben. Doch. Da muss man, das ist wie bei Opel genauso gewesen. Da muss man doch, wir haben freie Marktwirtschaft. Der Staat kann doch nicht einspringen, ja, wenn ein Unternehmen bankrott geht, aber, weil es selber schuld ist. Aber ein regierender Bürgermeister muss für die Arbeitsplätze, muss sich Überlegungen anstellen und dafür kämpfen, nach Lösungen zu suchen, den besten Weg für die Arbeitnehmer zu finden. Natürlich kann man das ordnungspolitisch so sehen. Da wird nämlich jeder Mittelständler natürlich fragen, mir geht es auch schlecht, aber der Staat hilft nicht. Das ist nicht der Punkt. Aber der Ministerpräsident
der regierende Bürgermeister muss aus Standortinteressen, gerade weil die Frage ja auch strategisch aus der Sicht des Luftverkehrsstandortes ist. Meine Air Berlin leidet ja auch nicht zuletzt darunter aufgrund der BER-Misere, die diese Stadt hat. Wenn der BER schon da wäre, hätte sich das möglicherweise anders dargestellt. Ja. Das muss man alles mit berücksichtigen und vor allem erwarte ich, dass jemand mit Haut und Haar für die Arbeitsplätze in der Stadt kämpft, denn dafür ist er gewählt. Aber Herr Müller war lieber im Urlaub und ist abgetaucht und hat dann die Pläne der Lufthansa gelobt, die meines Erachtens nicht den Luftverkehrsstandort Berlin als vorderstes, sondern Frankfurt und München im Auge hat. Wir sind leider am Ende. Ich würde gerne noch fragen, wie es mit Tegel weitergeht. Aber ganz kurze Antwort. Wie geht es jetzt mit Tegel weiter? Am besten ist der Öffnungstermin. Na, Tegel, das Volksbegehren muss umgesetzt werden. Müller versagt hier. Bis heute ist kein Schlichter bekannt, den er vor 3 Wochen ausgerufen hat. Wir werden in den nächsten Tagen nochmal mit Experten wie Herrn Professor Sodern und anderen sagen, was aus unserer Sicht jetzt notwendig ist, die nächsten Schritte zu machen. Auch beim Haushalt den Lärmschutz einzustellen, weil darauf müssen sich die Bürger verlassen können, die betroffen sind. Aber wir werden ihn nicht da rauslassen, aus dem Druck, den 1 Million Bürger gemacht haben, sich für Tegel zu entscheiden. Also Tegel Volksentscheid dreht sich weiter. Jetzt noch ganz schnell Eröffnungstermin BER. Das können Sie Herrn Lüttke-Dahldruck fragen. Das Vertrauen in den BER ist so klein wie bei kaum einer anderen Frage. Leider. Aber das alles wäre die Chance der Opposition. Schade, unsere Sendezeit ist leider um. Ich bedanke mich bei Frau Dr. Monika Zimmermann, Berliner Presseclub. Und bei Peter Brinkmann von TV Berlin. Und unserem gemeinsamen Gast Florian Graf, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächsten Dienstag, wie immer, 18:15 Uhr, Brinkmann und Zimmermann. Bis dahin, danke und tschüss.